Hallo Leute, in den letzten Jahren habe ich mich fast ausschließlich mit Spielen beschäftigt, die mindestens älter als 20 Jahre alt sind. Aber eben nicht nur. Ein paar Spiele aus der in Anführungsstrichen jüngeren Vergangenheit haben mich so sehr angesprochen, dass sie in meinem Laufwerk bzw. auf der Festplatte gelandet sind. Und genau für diese Spiele gibt es heute mal eine Sonderausgabe des Rückblicks, den Modern-Rückblick sozusagen. Ich hoffe, ihr habt wie immer Freude dabei, mit mir zusammen in eine Handvoll Spiele abzutauchen. Das neueste Spiel in diesem Rückblick ist ironischerweise das Spiel mit dem größten Retro-Appeal. Und tatsächlich ist es sogar so neu, dass der Begriff Rückblick vollkommen fehl am Platz ist, da es sich tatsächlich um einen Ausblick handelt. Es geht nämlich um die Demo zu dem noch hoffentlich in diesem Jahr erscheinenden Dead of Darkness. Nachdem mir vor einigen Monaten der Trailer in die Timeline gespült worden ist, bin ich so neugierig geworden, dass ich mir kurzerhand die Demo auf Steam runtergeladen habe, um es einfach mal auszuprobieren. I'm Miles Windham. I was invited by Mr. Graham. He claimed to have information about my daughter. Where is he? Charles is currently not available. What does that mean? He's missing. He disappeared a couple of days ago. Since then, others from the staff have vanished as well. Was ich der Demo einerseits zugute halte, aber andererseits auch etwas schade finde, sie konzentriert sich rein auf den Gameplay-Aspekt. Wenn man sich den Trailer oder auch die vorab veröffentlichten Screenshots anschaut, dann scheint es eine umfangreiche Storyline zu geben, mit den besten Elementen, die man aus bekannten Horrorfilmen und Spielen mit Fokus auf den kosmischen Horror kennt. Und wer meine Videos schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein großer Fan vom GameCube-exklusiven Eternal Darkness bin, wo sich Dead of Darkness offenbar nicht nur in Sachen Namenswahl hat inspirieren lassen, aber dazu später mehr. Um es deutlich zu sagen, ich hätte halt schon gerne gesehen, wie das Spiel seine Geschichte erzählt. Aber dafür muss ich wohl leider auf die Veröffentlichung warten. Dafür konnte ich das Gameplay schon antesten und durfte feststellen, dass das richtig gut funktioniert und mich sogar regelrecht ans Gamepad fesseln konnte. Was nicht unbedingt selbstverständlich ist, denn während ich ein Fan von Eternal Darkness bin, kann ich selbiges nicht über die Resident Evil Spiele sagen. Und in Sachen Gameplay hat sich Dead of Darkness auch hier ganz eindeutig inspirieren lassen. So beginnen wir mit unserer Spielfigur Miles Windham in einem alten Herrenhaus. Laut Vorspann stellt sich das Szenario wie folgt dar. Sie sind Miles Windham, ein Privatdetektiv und ehemaliger Ermittler der London Metropolitan Police. Sie sind auf eine abgelegene Insel im Südwesten Englands gereist, unweit der Küste von Plymouth. Der mysteriöse Inselbesitzer Charles Graham versprach ihnen wichtige Informationen zum Tod ihrer Tochter im Austausch für ihre Dienste. Doch als sie ankommen, stellt sich heraus, dass Charles wie vom Erdboden verschluckt ist. Die Inselbewohner wirken verstört und abweisend. Die örtlichen Behörden sind bereits vor Ort, angeblich auf der Suche nach Charles Graham. Aber die spürbare Anspannung in der Luft erzählt etwas anderes. Etwas stimmt hier nicht. Während ein stürmisches Unwetter wütet, ist ihr Weg zum Festland unterbrochen und sie sind gezwungen, im Herrenhaus der Graham-Familie zu übernachten. Die Nacht nimmt eine unheimliche Wendung und sie werden von einem markerschütternden Schrei aus dem Schlaf gerissen. Sie sind allein. Niemand außer ihnen befindet sich im Haus. Der Geruch von Blut und Verwesung liegt in der Luft. Unheimliche Geräusche hallen durch die dunklen Flure, Stöhnen, Schritte und Flüstern von Grauen, das sie noch nicht begreifen können. Etwas jagt sie. Sie müssen diesem Ort entkommen, bevor es zu spät für sie ist. Was nun folgt, ist Resident Evil in Reinkultur, aber eben, und ich glaube, das macht für mich tatsächlich den Unterschied aus, in einer 2D-Draufsicht mit dem typischen Retro-Charme alter SNES-Klassiker. Ein bisschen wie diese D-Makes, die man auf YouTube finden kann, aber das wäre tatsächlich zu kurz gesprungen. Dafür hat das Spiel mehr als genug eigene Identität. Für mich fühlt es sich wie eine liebevolle Hommage an, ähnlich wie die Filmzitate in einem Tarantino-Streifen. So bin ich im Herrenhaus erstmal nach rechts gegangen
und kam in einen Saal mit einer langen Speisetafel und einer großen Wanduhr an der Wand. Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Aber damals bin ich noch nach links durch die Tür gegangen. Aber genug der Querverweise. Gespielt habe ich mit einem DualShock 4 Controller und das ging sehr fluffig von der Hand. Mit dem Analogstick steuert man seine Figur, mit L1 kann man manipulierbare Objekte wie Türen oder Gegenstände hervorheben, sehr schönes Komfortfeature. Über das Steuerkreuz wählt man Items aus und hält man R1 gedrückt, geht man in eine Angriffspose, um zu schießen oder mit dem klassischen Messer zuzustechen. Gegen die Zombies in der Demo ist das noch relativ leicht. So kommt man schnell auf die Taktik, zweimal mit dem Messer zuzustechen und dann kurz wegzulaufen für die nächste Attacke. Mittels Quadrat kann man sogar sprinten. Gott sei Dank ohne Ausdauerleiste. Wodurch man später, wenn man größere Teile des Hauses erkundet hat, auch mal schnell von A nach B kommt, ohne dass es zu nervig wird. Die Kämpfe sind trotzdem ein Stück weit anspruchsvoll, da die Zombies nicht bereits nach zwei Treffern umfallen. Gerade wenn mehrere auf einmal auftauchen, können sie so zu einer echten Gefahr werden. Wodurch bei mir der eine oder andere Jumpscare sogar ganz gut funktioniert hat. Wie im Vorbild gilt es nun, das Herrenhaus nach und nach zu erkunden. Die informative Übersichtskarte hilft einem dabei, den Überblick zu behalten, wo man schon gewesen ist, und sogar die farbig markierten Türen für die jeweils benötigten Schlüssel sind vorhanden. Die Erkundung hat mir vor allem deshalb so viel Spaß gemacht, weil es immer wieder nette Setpieces zu entdecken gibt. So kommt man an einer Stelle zum Beispiel in einen Raum mit Bar- und Poolbillardtisch, wo zwei Zombies gerade an den Überresten eines ehemals vermutlich menschlichen Wesens knabbern. Gerade die Bildbeschreibungen haben es mir an dieser Stelle angetan. So sagt unsere Figur zu den matschigen Überresten: Die meiste Haut und das Fleisch wurden vom Körper angenagt. Fingernagelkratzer auf dem Boden deuten darauf hin, dass die Person bei Bewusstsein war, während sie gefressen wurde. Aber auch die Umgebung wird pointiert beschrieben. So sagt sie über den Billardtisch: Ein Billardtisch. Das Spiel wurde offensichtlich nicht beendet. Viel Staub lässt darauf schließen, dass dies vor einiger Zeit passiert ist. Das finde ich wirklich sehr nett, weil es eine passende Atmosphäre in meinem Kopf aufbaut. Und dadurch, dass ich mich eben nicht in einem grafisch hyperrealistischen Resident Evil bewege, findet eben auch viel in meinem Kopf statt. Was bei einem Horrorspiel ja immer ganz gut ist, denn nichts ist so gruselig wie die eigene Fantasie. Durch die Erkundung erschließt man sich so nach und nach das Layout des Hauses und findet die passenden Schlüssel und Gegenstände für die Progression. Die Art und Weise, wie man verschlossene Türen öffnen kann, ist in der Demo durchaus abwechslungsreich gestaltet worden. So findet man an einer Stelle zum Beispiel einen Autoschlüssel. Zuvor hatte ich in der Garage neben einer Leiche mit abgetrenntem Kopf, eklig, ein abgeschlossenes Auto mit angezogener Handbremse entdeckt. Schließen wir den Wagen auf, können wir die Handbremse lösen und so den Wagen verschieben, um die Luke in die Kanalisation öffnen zu können. An anderer Stelle kommen wir in eine Galerie. Um hier an ein Geheimfach zu gelangen, müssen wir ein kleines Bilderrätsel lösen, indem wir die Schalter in der richtigen Reihenfolge drücken. An einem weiteren Beispiel möchte ich kurz das Hinweissystem erläutern, das hatte sich mir nämlich nicht sofort erschlossen, fand ich dann aber von der Idee her ganz cool. So finden wir in einem Raum einen Klavierflügel. Zuvor haben wir schon ein Notenblatt gefunden und einen Hinweis, dass man vielleicht mal eine höhere Oktave ausprobieren sollte. Es sollte nun jedem klar sein, was zu tun ist, aber spielmechanisch hatte ich es halt nicht sofort geschnallt, wie ich meiner Spielfigur nun den Auftrag gebe, die Noten eine Oktave höher zu spielen. Des Rätsels Lösung findet sich im Menü. Hier werden neben den Gegenständen die Hinweise und Dokumente archiviert und verwaltet. Was man machen muss: Man muss den Hinweis mit der Oktave mit dem Gegenstand Notenblatt kombinieren. Dann kreiert unser Charakter ein neues entsprechendes Notenblatt. Wenn wir das nun mit dem Flügel spielen, öffnet sich das Geheimfach. Diese Mechanik stelle ich mir für den weiteren Spielverlauf wirklich ganz nett vor, sofern die Kopfnüsse noch etwas härter werden und dies lediglich ein Einstiegsrätsel war.
Ein weiteres interessantes Gameplay-Element hat sich Dead of Darkness bei Eternal Darkness, sagen wir es mal wohlwollend, entliehen. So gibt es neben der klassischen Anzeige für die körperliche auch eine für die geistige Gesundheit, mit entsprechenden Schmerztabletten. Jede Begegnung mit dem Übernatürlichen lässt unseren Charakter also ein Stück wahnsinniger werden. Und genau wie bei Eternal Darkness gibt es auch hier entsprechende Effekte, die die vierte Wand durchbrechen. So ist mir das Spiel erstmal abgekackt, als ich aus dem blutigen Keller wieder nach oben gekommen bin. Als Fazit eines Retro-Fans: Dead of Darkness wird vermutlich das Genre nicht neu erfinden. Wobei ich aufgrund des Story-Trailers die Hoffnung habe, dass sich das Spiel in puncto Geschichte und Charakterzeichnung doch deutlich von der Konkurrenz wird abheben können. Es versprüht einen ungeheuren Charme für Fans des kosmischen Horrors und hat mit seiner charmanten 2D-Grafik das Look and Feel vergangener Zeiten. Ich habe in den knapp anderthalb Stunden Spielzeit jedenfalls so viel Spaß gehabt, dass ich mir das Spiel sicherlich zulegen werde. Gerade weil ich auf die ganzen Story-Elemente schon sehr gespannt bin, die dem bereits jetzt sehr gut funktionierenden Gameplay sicherlich eine weitere coole Ebene hinzufügen werden. Ich hatte schon immer eine Schwäche für die zwar etwas stumpfen, dafür grafisch stets beeindruckenden Ego-Shooter-Ballereien der Killzone-Reihe aus dem Hause Guerilla Games. Dennoch hat es bis jetzt gedauert, dass ich endlich mal den vierten Teil der Hauptreihe Killzone Shadowfall, einen der Starttitel für die PS4, ins Laufwerk geschoben habe. Und ich musste mit Erschrecken feststellen, dass das Spiel schon über 10 Jahre alt ist und bereits im Jahr 2013 erschien. So viel zum Modern-Rückblick. Vielleicht doch eher beinahe schon Retro-Rückblick. Umso beeindruckter bin ich gewesen, wie gut das Spiel ausschaut und gerade auch mit dem Gedanken daran, dass es sich um einen Starttitel gehandelt hat, was für die Macher bei Guerilla Games sicher eine große Extra-Herausforderung gewesen ist, wenn man bedenkt, wie lange sie stets an den Vorgängern gewerkelt haben. Leider merkt man an einigen Stellen des Titels, dass hier wohl Zeit gefehlt hat, um alles ein wenig glatter zu bügeln. Aber kommen wir doch erstmal zum Spiel, das selbst für einen Kenner der Reihe in Sachen Story nicht ganz nachvollziehbar ist. Haben wir in Killzone 1 noch unseren Heimatplaneten mit Namen Vector gegen die fiesen, masketragenden Helgars verteidigt und in Teil 2 und 3 dann den Konflikt auf dem Planeten Helgarn zurückgetragen, beginnt Shadowfall nun mit einem etwas absurden Plottwist im Intro. So wurde das eh schon lebensfeindliche Helgarn am Ende von Teil 3 unbewohnbar, so dass es zu Verhandlungen zwischen der ISA und den Helgars kam. Doch anstatt den Helgars irgendwelche friedlichen Zugeständnisse abzuverlangen, hat man ihnen einfach eine Hälfte des Planeten Vector überlassen. Und dann hat man ihnen auch noch zugestanden, die Umsiedelung der bestehenden Bevölkerung mit Waffengewalt selbst vorzunehmen. Also, egal wer da am Verhandlungstisch saß auf Seiten der Helgars, aber bei den nächsten Tarifverhandlungen würde ich in deren Gewerkschaft eintreten. Aber blenden wir den Story-Quatsch ruhig mal aus. Wahnsinnig viel zu erzählen hatten die Killzone-Spiele eh noch nie. Shadowfall beginnt dafür mit einer echt tollen Idee. So beginnen wir das Spiel nämlich mal nicht als waffenstarrender Soldat, sondern als kleiner Junge, der aus seinem Kinderzimmer zusieht, wie die Helgars die vektanische Bevölkerung umsiedeln. Dieser Perspektivwechsel zu einem hilflosen kleinen Jungen hat mir sehr gut gefallen. Spielerisch steckt da leider nicht viel hinter. So müssen wir einfach nur unserem Vater folgen und so den Blicken unserer Feinde entgehen. Unterwegs stoßen wir dann auf einen Shadow Marshal mit Namen Sinclair, der uns hilft, zur Grenzmauer zu gelangen. Doch es kommt natürlich, wie es kommen muss. Unser Vater wird von Helgars getötet. Und Sinclair wird fortan unser Ziehvater. Im Zeitraffer sehen wir in kurzen Ausschnitten, wie die Jahre vergehen, in denen wir selbst zum Shadow Marshal werden. Das geht mir leider viel zu schnell. Ich kann die Idee dahinter verstehen. Wir sollen selbst Rachegefühle entwickeln für den Tod unseres Vaters und Sinclair aus Dankbarkeit als unsere neue Bezugsperson sehen.
der wir bedingungslos folgen. Doch mit der kurzen Spielzeit im Prolog und den paar Einblendungen im anschließenden Vorspann wird dieser Effekt bei mir leider nicht erreicht. Im zweiten Level gibt's dann endlich gute alte Baller-Action, wie wir sie von Killzone gewohnt sind. Oder? Nicht so ganz. Denn Guerilla Games hat das Spielprinzip auf links gedreht und aus dem straighten, schlauchigen Level-Design eine offenere Struktur gebaut mit deutlich mehr Bewegungsfreiheit. Und was für eine geile Steuerung. Wer in den letzten Jahren viele Konsolen-First-Person-Shooter gespielt hat, kann das vielleicht nicht verstehen, aber ich bin diese Form der präzisen Stick-Kontrolle schlicht nicht gewohnt. Ein absoluter Wahnsinn, mit welcher Leichtigkeit sich die Gegner aus der Hüfte oder leichten Zoom ins Visier nehmen lassen. Dafür einen dicken Daumen nach oben von mir. Als weiteres Gimmick bekommen wir eine fliegende Drohne an die Hand, die sich mittels des Touchpads und der L1-Taste steuern lässt. Als Launch-Titel mussten natürlich die Special-Features wie das Touchpad des Controllers genutzt werden. Je nachdem, in welche Richtung man den Finger wischt, wird eine von vier Funktionen für die Drohne aktiviert. So kann sie vor uns ein Schutzschild projizieren, eine elektrische Betäubungsattacke auslösen, mit einem Maschinengewehr Jagd auf Gegner machen oder eine Seilrutsche aktivieren. Sollten wir mal zu Boot gehen, kann sie uns sogar mit einer Adrenalinspritze wieder fit machen. Zudem kommt sie immer dann zum Einsatz, wenn Computer gehackt werden müssen, was ich ein bisschen nervig fand. Wenn zum Beispiel eine Alarmstation losgeht, dann kommen immer wieder neue Gegnerwellen, bis der Alarm deaktiviert wird. Und anstatt sich mit der Spielfigur daneben zu stellen und einfach einen Knopf zu drücken, muss ich erst die Drohne herbeirufen. Ich habe das die ersten Male nicht mal geschnallt und habe erstmal versucht, alle Knöpfe auf den Controller zu drücken, um den Alarm auszuschalten. Dann habe ich eine Granate draufgeworfen und schlicht versucht, den Alarm zu erschießen. Bis ich dann endlich die Einblendung für die Drohne gesehen habe. Und wo wir gerade dabei sind, ich spiele hier ja einen Shadow Marshal, also jemanden, der darauf spezialisiert ist, seine Gegner lautlos und heimtückisch zu erledigen. Und was habe ich als erstes gemacht, als ich hier im Tal angekommen bin? Ich schlich mich vorsichtig an den Wachturm, wo mir die Wache den Rücken zudrehte. Mein Plan? Per Zoom den Kopf anvisieren und ihn sofort erledigen. Doch was machte ich? Statt mit R2 zu feuern, drücke ich R1 und was liegt auf R1? Richtig, die Granaten. Was mich hiermit offiziell zum auffälligsten Shadow Marshal des Killzone-Universums macht. Das mit der Granate ist mir im weiteren Spielverlauf übrigens noch dutzende Male passiert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte eine Menge Spaß in Level 2. Der offene Ansatz mit den verschiedenen Missionszielen hat mir ganz gut gefallen und das Gunplay sowie der Drohneneinsatz gehen richtig gut von der Hand, wenn man sich dran gewöhnt hat. Nur gut, dass die Entwickler dann in Level 3 einen erstmal richtig schön langweilen und die Baller-Action auf ein Minimum reduzieren. Wir befinden uns auf einer Raumstation, wo wir in manchen Bereichen schwerelos von Abschnitt zu Abschnitt gleiten. Und dort dann Energiedingens an einer Stelle rausziehen, um sie an anderer wieder einzusetzen, um so ein Generatorgedöns zu aktivieren und so die Station in die Sonne zu stürzen. Das soll sicherlich Atmosphäre und Stimmung aufbauen, sowie Foreshadowing für die Handlung betreiben. Aber bei mir hat auch das nicht besonders gut funktioniert. Man soll vermutlich ein subtiles Gefühl dafür bekommen, dass auch die ISA nicht so eine blütenweiße Weste hat. Aber das wird mir zu holzhammerig präsentiert, dass ich mich eher gefragt habe, warum meine Spielfigur Lucas das nicht schnallt. Klar gibt's auch hier ein wenig Geballer, das kommt aber immer so kurz und dosiert, dass es alles andere als actionreich zu bezeichnen ist. Was für mich ein wenig die Ursprünge der Reihe missachtet, denn die Vorgänger waren zuallererst actionreiche Achterbahnfahrten gewesen und weniger darauf aus, in Ruhe eine Geschichte zu erzählen und Atmosphäre aufzubauen. In den nächsten Levels geht's aber zum Glück wieder mehr zur Sache. Sogar ein Stück weit atemlos, was ich ganz gut gelungen finde. So landen wir in der Stadt und sollen zum Hauptquartier, als uns eine Explosion plötzlich hinwegfegt. Eine terroristische Hellgas-Truppe bläst zum Angriff.
Endlich darf wieder hemmungslos geballert werden unter Zuhilfenahme der Drohne. Die räumliche Freiheit von Level 2 wird dabei allerdings nicht geboten. Haben wir hier den Angriff zurückgeschlagen, geht es direkt weiter per Fluggerät zu einem Bahnhof mit Schwebebahnen, wo die Terroristen Bomben in mehreren Zügen verteilt haben. Das fand ich ganz nett, da man die ganze Zeit auf fahrende Bahnen achten muss und auch die Seilrutsche wieder gewinnbringend einsetzen kann. Hat man dann auch diese Bedrohung abgewehrt, geht es in einen Hochhauskomplex, wo der Feind Geiseln genommen hat. Hier dürfen wir mit KI-gesteuerten Kameraden kämpfen und am Ende noch den Oberschurken der Gang verfolgen und uns an ein Fluggerät hängen. Das klingt leider spektakulärer, als es am Ende spielerisch ist, sieht aber einfach schick aus. Und dann schaltet Shadowfall nochmal in den Absurditätsmodus. Wir sollen uns auf die andere Seite der Mauer begeben, um dort den entkommenen Terroranführer zu stellen. Dafür sollen wir uns als Flüchtling getarnt einschleichen. Hä? Was? Was für ein Flüchtling? Warum soll ich von der sonnigen ISA-Seite freiwillig auf die Helgas-Seite wechseln? Klar, okay, das war wohl früher meine Heimat, aber dafür nehme ich doch den Helgas-Terror nicht in Kauf. Und die Typen in der Schlange vor mir sagen das auch. Offenbar sind wir nur hier, um für die Helgas in irgendwelchen Arbeitslagern zu schuften. Das ist schrecklich. Die Slums. Es gibt nichts zu essen. Warum lassen wir das mit uns machen? Lächerlich. Wir sollten uns wehren. Ja, um Himmels Willen. Warum wird das denn dann überhaupt gemacht? Ich sag euch warum. Weil die Macher eine Juden-Deportationsszene nachstellen wollten. Darum. Dabei stehen wir allerdings so endlos lange in der Schlange, dass wir in der Zwischenzeit gedanklich richtig schön abschweifen können. Der nächste. Zur Kreuzigung. Ja, gut. Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe, jeder nur ein Kreuz. Hm? Naja, das guckt man sich halt an und wartet, dass es vorbei ist. Ich glaube, das ist so ein Abschnitt, wenn mehr Zeit gewesen wäre, hätten die das garantiert überarbeitet. Weil es einfach nur absurd ist und dadurch nicht den gewünschten dramatischen Effekt erzielt, den die Macher sicher im Auge gehabt hatten. Dafür bietet der Wechsel auf die andere Seite der Mauer zu den Helgas grafisch eine schöne Abwechslung, denn Helgas-typisch ist hier wie immer alles düster, dreckig und mit schwarz-roten Farben unterlegt. Helgas-Architektur halt. Die mögen es halt ein bisschen gothic. Das Spiel geht ab hier allerdings noch eine ganze Weile weiter und bietet mit einer Halb-Mensch-Halb-Helgas-Dame als Begleiterin auch noch ein wenig Abwechslung, sowohl in Sachen Gameplay als auch Story. So soll uns hier das Gefühl vermittelt werden, dass ja auch die Gegenseite total zu leiden hat und total arm dran ist. Und ganz ehrlich, ich frag mich da, warum genau. Die sind ja auf einem intakten Planeten gelandet, der in Sachen Infrastruktur in der Lage war, eine gigantische Mauer in nur 3 Jahren einmal um den ganzen Planeten herumzubauen. Doch die Helgas haben sich dazu entschieden, ein riesiges Gefängnis aus sich bewegenden Containern zu bauen und anstatt in eine Friedensdividende in Waffen zu investieren. Mein Problem mit der Story ist halt ihre inhärente Unlogik. Da war mir das simple Schwarz-Weiß in den vorangegangenen Killzone-Spielen lieber. Hier sind die Bösen. Die greifen an. Kämpf! Das Gameplay hat mir aber auch in der zweiten Hälfte des Spiels noch ganz gut gefallen. So werden wir, nachdem wir uns bis zum Rädelsführer der Terroristen durchgekämpft haben, gefangen genommen und müssen uns dann zunächst unbewaffnet auf die Flucht begeben. Unterstützt durch die bereits erwähnte Scharfschützin. Ähnlich wie beim Einsatz der Drohne können wir ihr mittels L1 Ziele zuweisen und so Gegner ausschalten. Und an ein paar Stellen Drohnen hacken, um mit ihnen Türen zu öffnen. Das ist kein außergewöhnliches, nie dagewesenes Leveldesign, aber mir hat es dennoch einiges an Spaß bereitet, mich durch Killzone Shadowfall durchzuspielen. Es ist nicht übermäßig lang und strapaziert dadurch nicht unnötig meine Geduld. Das Gunplay fühlt sich toll an und der Einsatz der Drohne macht sogar richtig Spaß. Grafik und Sound verwöhnen Auge und Ohr. Shooter-Fan, was willst du mehr? Die Handlung muss man halt ausblenden können. Und Fans der brachialen Dauer-Action der Vorgänger müssen sich auch umstellen aufgrund des langsameren Gameplays. Kein 5-Sterne-Shooter-Menü, aber eine solide Portion Currywurst-Pommes mit selbstgemachter Soße. Ich hätte gern ein weiteres Killzone-Spiel von Guerilla gesehen. Aber nun muss ich wohl endlich mal Horizon Zero Dawn ausprobieren. Das liegt hier auch schon seit ein paar Jahren im Regal rum. Okay.
Adventure-Spieler sind ein gemütliches Völkchen, die Veränderungen missbilligen und am liebsten ihr ganzes Leben in Ruhe und Vertrautheit verbringen. Einen hohen Stellenwert im Leben eines Adventure-Spielers nimmt die Steuerung mittels der Maus ein. Ausgiebig und den ganzen Tag wird über die Überlegenheit der Maussteuerung bei Adventures philosophiert. Des Weiteren ist eine 2D-Cartoon-Grafik bei ihnen beliebt. Auch ist ihre Liebe für absurden und fiesen Humor legendär. Die beste Kombination von alledem bekamen sie bei der Firma LucasArts aus dem Südviertel in Kalifornien. Stimmt. Max, wo soll ich die entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Doch auch beim britischen Hersteller Revolution Software bekam man im Laufe der Jahre mehrere sehr gelungene Genreperlen serviert. Allen voran natürlich die Spiele aus der Baphomets Fluchreihe, aber auch einen beinahe vergessenen Sci-Fi-Adventure-Klassiker mit dem Namen Beneath a Steel Sky, das mit der Unterstützung von Comic-Legende Dave Gibbons entstanden ist und von mir bereits in einem ausführlichen Rückblickvideo bedacht worden ist. »26 Jahre später. Die Welt der Point-and-Click-Adventure hat sich mittlerweile dramatisch verändert. Das komplette Genre wurde bereits totgesagt, kurzzeitig in einer deutschen Renaissance wiederbelebt, nur um dann erneut zu Grabe getragen zu werden, um aktuell im Indie-Bereich erneut zu erblühen, als sei es nie wirklich weg gewesen, was am Ende natürlich auch richtig ist. Ich würde so weit gehen und sagen, das Adventure-Genre ist so lebendig und abwechslungsreich wie zuletzt in den 90er Jahren. Der Markt ist halt nur nicht mehr so groß wie damals. Der Mainstream der Gamer spielt andere Sachen und das ist vollkommen in Ordnung so. Und in diesem zeitlichen Gefüge beschlossen Charles Cecil und Dave Gibbons nun, einen Nachfolger zu diesem kleinen, aber feinen Sci-Fi-Adventure zu machen. Beyond a Steel Sky. Ich sage es gleich vorweg, ich hatte mit der Fortsetzung mindestens genauso viel Spaß wie mit dem ersten Teil. Obwohl sich die Spielerfahrung in vielen Punkten unterscheidet, wodurch sie sich sowohl nostalgisch als auch modern anfühlt. Die offensichtlichsten Änderungen betreffen natürlich die Grafik und damit einhergehend die Steuerung. Bewegte man im ersten Teil Protagonist Robert Foster noch simpel per Blinker und rechter Maustaste durch die statischen 2D-Kulissen, steuert man ihn nun aus der Third-Person-Perspektive mittels WASD durch eine dreidimensionale Spielwelt unter Zuhilfenahme der Unreal Engine. Viel größer könnte der Kontrast daher kaum sein. Für alte Hasen wurde der Einstieg aber beinahe genau wie früher gestaltet. So besteht das Intro, wie damals, aus gezeichneten Comic-Panels unterlegt mit Sprachausgabe. Diesmal sogar auf Deutsch. Die gewählte Stimme für Robert fand ich dabei sehr gelungen, da sie von der Tonalität sehr an den englischen Sprecher erinnert, wodurch ich keinen Bruch verspürte, obwohl ich gerade erst den Vorgänger gespielt hatte. Ich war dem Gap so dankbar. Mein erster Stamm zog mich auf, als ich weise wurde. Ich lernte Technik aus dem Müll der Stadt zu recyceln. Bald baute ich mir einen Spielgefährten. Ich bin dein Freund. Nenn mich Joey. Joey und ich waren immer zusammen. Ich wuchs heran und verbesserte ihn. Er wurde mein allerbester Freund. Das Intro erläutert im Schnelldurchlauf, was in Teil 1 passiert war und führt so Neueinsteiger in die Spielwelt ein. Der Schauplatz ist ein seicht apokalyptisches Zukunftsszenario, in dem die Menschen in gigantischen Megastädten leben, die jeweils untereinander konkurrierenden Megakonzernen gehören. Ein Szenario, das heutzutage im Zeitalter echter Megatech-Konzerne und KI so modern wie eh und je daherkommt. Im Vorgänger wurden genau diese Themen bereits behandelt. So gab es dort eine KI mit dem Namen Link, welche die Kontrolle über die Regierung und den Cyberspace übernommen hatte. Um zu funktionieren, benötigte sie allerdings einen menschlichen Wirt, und diese Rolle war Robert angedacht.
Robert besaß allerdings einen selbstgebauten Roboterfreund mit Namen Joey, der sich im großen Finale von Teil 1 selbst opferte und eine Symbiose mit Link einging. Unter Joeys Führung wandelte sich die Spielwelt schnell in ein sauberes Utopia. Doch Robert zog es in seine eigene Heimat zurück, die Wüste außerhalb der Stadt, Gap genannt. Und genau hier setzt das Spiel zeitlich 20 Jahre später angesiedelt ein. Ein Junge aus dem Dorf, in dem Robert mittlerweile lebt, wurde von einer großen Maschine auf vier Beinen entführt. Das kann unser Protagonist so natürlich nicht stehen lassen und macht sich auf den Weg durch die Wüste, immer den Spuren der Maschine nach, bis er an einem altbekannten Ort angelangt. Union City. Union City. Ich fahr zurück. Doch irgendwas wirkt seltsam. Eigentlich hatten wir die Stadt doch unter Joeys wohlweiser Führung hinterlassen. Was uns hier aber begegnet, erinnert stark an vergangene Zeiten. Alles wirkt heruntergekommen und beim Versuch in die Stadt zu gelangen, werden wir schroff abgewiesen und ans Einwanderungsterminal verwiesen. Willkommen, unangemeldeter Gapländer. Also, hi. Und du bist? Gemeinwohldroide 2CU zu Diensten. Begeben Sie sich bitte zum Einwanderungsterminal, um sich in Union City zu melden. Nur mit einem Identitätsimplantat können wir die Stadt betreten. Dafür müssen wir uns erst einen sogenannten U-Chip implantieren lassen und danach bringen wir eine junge Hackerin dazu, uns mit einer Burger-ID auszustatten, die wir auf dem Weg bei einer Leiche in der Wüste gefunden haben. Dieser Abschnitt vor der Stadt spielt sich wie eine Art Tutorial bzw. Prolog, da der Vorplatz noch recht überschaubar daherkommt, wir aber schon viele grundlegende Spielmechaniken kennenlernen. Hauptbestandteil sind natürlich die vielen Dialoge mit den NPCs, die dank gelungener Sprachausgabe viel Freude bereiten. Sofern man die notwendige Geduld mitbringt, um ihnen in Ruhe zu lauschen, da sie oft auch ein wenig langatmig sein können. Entschuldigung. Oh, hallo Besucher. Was ist mit deinem Poller? Kann ich helfen? Du? Klar. Hey, hör mal, Mr. Gaplander. Ist ja total niedlich, dass du helfen willst. Aber dieser Mechanismus ist ein bisschen fortschrittlicher als das, was du kennst. Auf diesem Vorplatz bekommen wir auch das interessanteste Feature des Spiels an die Hand. Ein Hacking-Tool, mit dem wir von nun an alle elektronischen Geräte im Spiel in einer simpel aufgebauten Blocklogik manipulieren können. Das finde ich ein wirklich tolles Prinzip, weil es einfach ist, sich aber doch an echter Programmierlogik im Stil eines Funktionsplans orientiert. Den Energy Drink Automaten können wir so dazu bringen, uns mit Gratis-Drinks zu versorgen. Später kommen natürlich größere Kopfnüsse dazu. So müssen wir zum Beispiel Logikbausteine zwischen unterschiedlichen Geräten austauschen, was nur funktioniert, wenn diese sich örtlich in der begrenzten Reichweite des Hacking-Tools befinden. Die Logikkomponenten hätten in meinen Augen noch ein wenig vertrackter ausfallen können, aber es bleibt auf jeden Fall ein sehr schönes wiederkehrendes Rätselelement, das wunderbar mit der nun dreidimensionalen räumlichen Spielwelt verknüpft wurde und so einen echten Mehrwert bietet. Hat man dann die Stadt betreten, wird ein weiterer Vorteil der modernen Grafiktechnologie offenkundig. So erstrahlen die futuristischen Dave Gibbons Designs nun in einer architektonisch beeindruckenden Megastadt, die dank des Comic-Looks nach wie vor zeitlos schön daherkommt. Die zuvor statischen Hintergründe des Vorgängers, bei denen man noch Fantasie brauchte, um sich die Weite und Größe der Stadt vorzustellen, sind nun großen frei begehbaren Szenarien mit jeder Menge NPCs gewichen, die einen beinahe das Gefühl vermitteln, sich eher in einer Open World zu befinden. Was aber zum Glück nicht so ist. Am Ende sind die Schauplätze doch so begrenzt, dass man alles für ein Adventure noch gut überblicken kann und nicht überwältigt wird. Dennoch sind die Laufwege manchmal ein wenig lästig, wenn man gerade eine Idee für die Lösung eines Rätsels hat und dann erst eine Minute hinlaufen muss. Aber das ist eben der Preis für die realistisch anmutende Stadt. Ein fairer Tausch, wie ich finde, da es der Atmosphäre doch sehr zuträglich ist. Um den vollen Spielspaß aus Beyond the Steel Sky zu holen, bin ich im Übrigen überzeugt davon, dass man den Vorgänger gespielt haben muss. Denn das Geheimnis, was mit der Stadt und unserem Freund Joey passiert ist, sind in den ersten Spielstunden der Hauptmotivationsfaktor, um sich im Spiel voranzuarbeiten. Und das Spiel geizt auch nicht mit Anspielungen auf den Vorgänger.
Ich jedenfalls habe wahnsinnig davon profitiert, noch alles im Kopf frisch präsent zu haben. Das Geheimnis um die KI Link, den Cyberspace und natürlich Joey. Die KI-Platine, die Robert in alle möglichen Roboterhöhlen stecken kann, so dass er immer wieder neue Fähigkeiten erlangt. Und auch hier finden wir irgendwann natürlich Joey, was einfach ein erhabener Moment ist, da es relativ lange dauert, bis wir ihn im Spiel finden und auch einige Rätsel auf dem Weg notwendig sind, bis wir uns endlich wieder sein zynisches Gemecker anhören können. Du hast mich zum Staubsauger gemacht, Foster! Schon wieder! Ich kann euch sagen, ich habe einen sehr großen Spaß beim Spielen von Beyond the Steel Sky gehabt. Es ist tatsächlich eine moderne Interpretation des klassischen Adventures der 90er geworden und verbindet sehr gekonnt die alte Atmosphäre des Vorgängers mit einer modernen Grafiktechnologie und neuen Spielelementen und Ideen, die ein sehr frisches Spielgefühl erzeugen. Alte Adventure-Tugenden werden dennoch abgerufen. Die Geduld, sich in Ruhe einen Schauplatz durch Erkundung zu erarbeiten, das logische Kombinieren von Gegenständen und das Anhören von Dialogen. Wer sich, wie ich, zu den Freunden des klassischen Adventure-Genres zählt und vor allem den Vorgänger mochte, der kann bedenkenlos zu Beyond the Steel Sky greifen. Ein ganz großer Spaß, bei dem es mich besonders gefreut hat, dass Charles Cecil es nach all den Jahren geschafft hat, einen derart gelungenen Nachfolger auf die Beine zu stellen, der dem Ruf seines Vorgängers mehr als nur gerecht wurde. Was hältst du von Greta? Sie ist perfekt. Sie ist ein Hologramm. Genau. Nur Daten, nichts Organisches. Genau meine Art von Frau. Meine Reise durch die Geschichte der Rallye-Spiele geht weiter. Mit Dirt Rally nehme ich mir mal einen vergleichsweise modernen Vertreter des Genres vor. Dachte ich. Musste dann aber feststellen, dass das erste Dirt Rally tatsächlich auch schon 8 Jahre auf dem Buckel hat und bereits im Jahr 2016 für die PS4 erschienen ist. Für Windows PC sogar schon 2015. Yikes! Wir sind alle schon so alt. Oh Gott, wir werden alle sterben. Aber egal, für meine Verhältnisse ist das Spiel verdammt neu und so hat es sich für mich auch angefühlt. Bisher war das modernste Rallye-Spiel, das ich je gespielt habe, Rally Sport Challenge 2. Und mein aktuellstes Colin war Colin McRae 04. Zwischen dem und Dirt Rally liegen insgesamt 5 Spiele. Von Colin McRae 2005 über die Spiele der Dirt-Reihe und das Remaster nicht mitgezählt. Wobei mit jedem neuen Dirt-Teil der ursprünglich mal puristische Ansatz einer Rallye-Simulation, in der man allein mit seinem Wagen gegen die Uhr antritt, verloren ging. Für genau die Spieler, die mal wieder ein pures Rallye-Spiel haben wollten, haben die Entwickler bei Codemasters damals Dirt Rally geschaffen. Das mag euch jetzt komisch erscheinen, wenn ich das so sage, aber für mich ist aus grafischer Sicht der Wechsel von zuletzt Rally 97 über das erste Colin McRae Rally zu jetzt Dirt Rally ungefähr so, als hätte ich vorher Höhlenmalerei betrachtet und bin nun aus der Höhle raus und gucke mir die wirkliche Welt an. Ich merke, ich habe meine PlayStation 4 viel zu lange unbenutzt im Regal stehlen gelassen, so dass ich gar keinen richtigen Gradmesser mehr für ihre Leistungsfähigkeit habe. In den statischen Ladebildschirmen sieht man zwar ein bisschen, dass die Umgebungen doch noch zu grob sind, um fotorealistisch zu sein, aber dennoch, für mich ist das schon sehr nah dran, was ich hier zu sehen bekomme. Und ich muss daher einfach mal meinen Hut vor den Spieleentwicklern ziehen. Es muss einfach unfassbar viel Arbeit gewesen sein, die Wagen und Strecken mit all ihren Details in dieser Form auf die Blu-ray zu pressen. Aber das sind ja nur optische Details. Auch wenn ich es beeindruckend finde, was man für Grafiken aus einer PS4 holen kann, zu meiner Freude am eigentlichen Spielerlebnis trägt das mittlerweile nur noch untergeordnet bei. Was hat sich also spielerisch getan in den knapp 18 Jahren, die zwischen Colin McRae und Dirt Rally liegen? Kurze Antwort: eine ganze Menge.
Fangen wir doch mal beim Fahrverhalten an. Und das muss ich vorab betonen, ich bin kein Sim-Race-Profi, sondern lediglich ein wenig ambitionierter Laie. Wenn ich euch also sage, ich empfinde das Fahrverhalten als realistisch, dann kann ich nicht in eine tiefergehende Diskussion darüber einsteigen, ob das Unter- und Übersteuern zu stark oder zu schwach ausgefallen ist oder ob die Auswirkungen auf die Reifenhaftung bei unterschiedlichen Untergründen gut getroffen wurden. Ich kann nur sagen, für mich fühlt es sich so an, als ob ich ein wirklich schweres Gefährt über eine komplizierte Streckenführung wuchte. Und je nach Motorisierung und Antriebsart ändert sich die Art der Herausforderung massiv. Wenn ich es mit einem Vergleich beschreiben müsste. Ich empfinde das Fahrverhalten wie eine etwas arcadigere Version der Fahrphysik aus Richard Burns Rally. Lenkbefehle werden sehr empfindlich und präzise umgesetzt und die Auswirkungen von Bodenwellen, Streckenrandobjekten, Gewichtsverlagerung, zu starkes Bremsen oder Gas geben sind sofort spürbar und können einen leichterdings von der Strecke fegen. Scharf links 60. Im Vergleich zu RBR fühlt sich Dirt aber verzeihender an. Und das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, wie wichtig einem das ist. Für mich kann ich sagen, trifft Dirt hier meinen persönlichen Sweet Spot besser, da ich mir mehr im Spiel zutraue und so leichter und härter bereit bin, mich an die Grenzbereiche ranzutasten, was für mich am Ende in mehr Spielspaß resultiert. Einzig das Schadensmodell fand ich dabei zu verzeihend. Ja, du kannst ja auch einen Totalschaden verursachen, ist mir sogar an einer Stelle passiert, wo ich absolut nicht damit gerechnet habe, weil ich lediglich relativ langsam in eine Schneeböschung geschlittert bin. In rechts 1, halb lang. Aber in den allermeisten Fällen bin ich nach einem Unfall lediglich leicht zerbeult weitergefahren. Da es im Karrieremodus eine gelungene Mechanik gibt, um Frust zu vermeiden, hätten sich die Macher hier ruhig mehr Konsequenzen zutrauen können. Wenn man die Etappe nämlich neu startet, wird einem einfach das Preisgeld reduziert, so dass man selbst abwägen kann, ob man mit dem Schaden und Zeitverlust leben möchte oder nicht. Ziel im Karrieremodus ist es nämlich, sich nach und nach eine Karriereleiter nach oben zu arbeiten, was ich wirklich sehr geschickt verzahnt finde. Da merkt man die jahrelange Erfahrung von Codemasters, die inzwischen einfach wissen, wie man eine motivierende Singleplayer-Struktur aufbaut. Um voranzukommen, muss man sich vom Startkapital einen ersten Wagen aus insgesamt 10 Fahrzeugklassen aussuchen. Zum Start reicht es natürlich nur für die Einstiegsklasse, die 1960er. Ich habe mich für den Lancia entschieden. Was mir dann allerdings ein bisschen viel modernes Tüdelüt war, im Menü begrüßt mich erstmal der sogenannte Teamleiter und klärt mich darüber auf, dass ich hier nebenbei auch noch eine leichte Rollenspielprogression vorantreibe. So muss ich selbst einen Mechaniker einstellen, der über unterschiedlichste Fähigkeitenwerte verfügt und im Laufe der Zeit an Erfahrung gewinnt. Weitere Slots werden im Laufe des Spiels freigeschaltet. Aber nicht nur der Teamleiter und Mechaniker gewinnen an Erfahrung, sondern auch die Autos. Je mehr wir sie fahren, umso leistungsfähiger werden auch die Wagen. So gibt es zum Beispiel ein Motor-Upgrade oder eine Gewichtsreduktion. Oder erweiterte Tuning-Option. In der Metapher des Spiels muss das eigene Team Erfahrung mit dem Wagen sammeln. Auf mich macht das den Eindruck, als sei es eins dieser typischen Beispiele für den neumodischen Progressionswahn in Spielen. Mich stört es nicht, aber gebraucht hätte ich es auch nicht. Viel entscheidender finde ich, und das habe ich ja nun schon oft in meinen Videos gesagt, das Gefühl an einer knallharten Rallye teilzunehmen, wo ich auf mehreren aufeinanderfolgenden Etappen mit meinem Auto gegen das Level, also die Strecke und die Tücken des Fahrverhaltens kämpfe. Und hier macht Dirt Rally für mich einen herausragenden Job. So konnte ich in den Optionen schön diffizil einstellen, wie weit ich die Realismusschraube anziehen möchte. So wählte ich zum Beispiel aus, dass ich nur die Cockpit-Perspektive zur Verfügung haben will und am Start selbst die Handbremse ziehe. Zudem habe ich sämtliche HUD-Elemente deaktiviert, sodass ich nur noch die Ansagen des Beifahrers zur Orientierung habe. Als Belohnung bekommt man für solche Einstellungen, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen, einen prozentualen Bonus auf gewonnene Preisgelder in der Karriere. Sehr schön. Und die Cockpit-Ansicht ist den Machern fantastisch gelungen. Das Fahrgefühl in dieser Perspektive ist richtig toll. Zumindest mit dem Gamepad. Und die Lenkbewegungen und der Griff zur Handbremse sind fabelhaft animiert, so dass man tatsächlich ein Gefühl dafür bekommt, dass die Gamepad-Eingaben richtig umgesetzt werden.
Man kann sogar die Füße auf den Pedalen im Fußraum erkennen. Nice! In Sachen realistisches Gefühl ist Dirt Rally für mich daher sehr nah an RBR dran und sieht dabei auch noch hübscher aus. Aber auch hier, wie schon bei Richard Burns Rally, war mir das nicht genug. Ich hatte das Gefühl, irgendwas fehlt hier noch, um dem Spiel gerecht zu werden. Also ging ich kurzerhand online und besorgte mir auch für meine PS4 ein Lenkrad. Entschuldigt mich also bitte. So, auf geht's. In Sachen Wertigkeit ist das G29 nochmal ein gehöriger Sprung gegenüber meinem alten GT Force Pro und fühlt sich somit schon mal echt geil an. Aber wird der Realitätssprung ähnlich groß sein wie bei RBR? Nein. Und das liegt weniger am Fahrgefühl von Dirt Rally in Kombination mit dem Lenkrad, sondern daran, dass sich das Fahrverhalten mit dem Gamepad schon so großartig angefühlt hat, dass hier die Diskrepanz zwischen den Eingabegeräten schlicht nicht so groß ist. Wo ich in RBR direkt bessere Zeiten erreichen konnte, benötigte ich hier etwas mehr Eingewöhnung. Und ich musste vor allem auch mehr Zeit in die Feineinstellungen meines Setups investieren, bis sich alles für mich passend angefühlt hat. So musste ich die Force-Feedback-Effekte erstmal reduzieren, da sie mir zu sehr am Lenkrad gezerrt haben. Auch an der Lenkweite habe ich ein bisschen rumgefummelt, bis es sich für mich richtig anfühlte. Aber der größte Bringer war es tatsächlich, von der Cockpit auf die Armaturenansicht zu wechseln. Die darf man als Alternative auswählen, wenn man nur Cockpit in den Spieleinstellungen aktiviert hat. Und aus irgendeinem Grund habe ich mit diesem Blickwinkel eine wesentlich bessere Kontrolle über meinen Wagen gehabt. Wobei ich mich auch im Spiel selbst nach der ersten Meisterschaft umstellen musste, weil ich vom Frontantrieb in meinem Lancia in der 60er-Klasse auf Heckantrieb in der 70er-Klasse gewechselt bin. Ich habe ein paar Etappen gebraucht, um mich an das ständige Geschiebe von hinten in meinem Opel Kadett GT zu gewöhnen, bis ich mir eine alte Lektion aus Richard Burns Rally ins Gedächtnis gerufen habe. Langsamkeit ist Trumpf. Als ich versuchte, vor allem unfallfrei ins Ziel zu kommen und mich so Stück für Stück an die Grenzbereiche meines Wagens rantastete, wurden auch meine Platzierungen immer besser. Plötzlich war ich nach einer Etappe in Schweden zum ersten Mal auf Platz 1. Was für ein geiles Gefühl. Durch konstante Fahrweise konnte ich mich sogar am Ende der 6 Länder umfassende Meisterschaft bis auf Platz 3 vorarbeiten und für den nächsthöheren Schwierigkeitsgrad qualifizieren. Das Fahrerlebnis mit einem Lenkrad kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der Platz und Geld zur Verfügung hat, um es mal auszuprobieren. Gerade bei den Rallye-Spielen kommt da dank dem Force Feedback nochmal eine Ebene hinzu, die das Spielen eher zum Erlebnis macht, anstatt nur zum reinen spaßigen Zeitvertreib. Dirt Rally ist für Freunde des Genres wirklich ein riesengroßer Spaß. Die vielen Einstellungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass man sich das Spiel sehr stark auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden kann, wodurch es einsteigerfreundlicher ist als das zu Tode gemoddete RBR. Durch die vielen verschiedenen Fahrzeugklassen kann man sich jederzeit neue Herausforderungen suchen und die Grafik sieht, finde ich, immer noch fantastisch aus. Für mich ergibt sich allerdings ein gravierendes Problem. Ich bin nämlich kurz davor zu sagen, dass ich jetzt erstmal nur noch Dirt spiele und keine anderen Titel mehr ausprobiere. Was das Ende von meiner Rückblickreihe bedeuten würde, und das kann ja nun niemand wollen. Und ich schon gar nicht. In links 6. Und rechts 6 über Kuppe Sprung. 80 links 6 durch Senke 80. Achtung, rechts 5 über großen Sprung. Und links 5 lang bis zum Ziel. Eines der modernsten Spiele, das ich in den letzten Jahren gespielt habe, war das ambitioniert absurd verrückte Death Stranding von Entwicklerlegende Hideo Kojima.
waren schon die Metal Gear Solid-Spiele mit ihren teils absonderlichen Spielmechaniken und verhältnismäßig lang und inhaltlich manchmal fragwürdigen Zwischensequenzen nicht für jedermann gemacht, so hat sich Kojima mit Death Stranding geradezu ein Denkmal des Wahnsinns gesetzt. Cool. Aus meiner Sicht im positiven Sinne wahnsinnig. Denn niemand sonst wäre in der Lage gewesen, ein solches Spiel auf die Beine zu stellen. Wer sonst könnte ein solches Projekt pitchen? Ja, also passen Sie mal auf. Ich plane, eine Pakettransportsimulation zu machen. Die Hauptrolle des Lieferboten spielt Norman Reedus, der Typ aus Der blutige Pfad Gottes. Das Hauptaugenmerk des Gameplay liegt dabei auf einer detaillierten Simulation der Gewichtsverlagerung, die der Spieler ununterbrochen durch Drücken der Schultertasten nachregulieren muss, damit die Spielfigur nicht in Stolpern gerät und umkippt. Das Ganze spielt dabei in einer nicht näher beschriebenen apokalyptischen Zukunft, in der sich die Menschheit in unterirdische Bunker zurückgezogen hat, weil es ständig zu sogenannten Zeitregen kommt, der alles altern lässt, was er berührt. In der Spielwelt selbst begegnen dem Spieler nur Feinde. Oder unsichtbare Monster. Alle freundlich gesinnten NPCs tauchen lediglich als Hologramm auf, damit der Spieler sich einsam und isoliert fühlt. Kaum zu glauben, dass ein Mann so eine Ladung schleppen kann. Aber du bist ja auch eine Legende. Um zu überleben, trägt der Spieler die ganze Zeit ein sogenanntes Bridge-Baby mit sich, um auf dessen geistige Kapazitäten zurückgreifen zu können, was als Frühwarnsystem für die unsichtbaren Feinde, GDs genannt, fungiert. Genau so. Alles ist gut. Ach ja, und Guillermo del Toro spielt einen der Haupt-NPCs mit Namen Deadman. Er verkörpert einen Wissenschaftler, der mit seinem Team und den körperlichen Ausscheidungen des Spielers Pipi-Granaten herstellt, mit denen man dann die Monster bekämpfen kann. EX-Granate Typ 1. Puh, und das sind nicht mal alle verrückten Ideen, die in Death Stranding enthalten sind. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man auf so einen verquasten Quatsch kommen kann. Aber das Verrückte daran, es funktioniert. Und wie es funktioniert. Für mich ist Death Stranding eine der coolsten Spielerfahrungen überhaupt gewesen, so dass ich nur den Hut vor Kojima ziehen kann, weil er es wieder einmal geschafft hat, ein wegweisendes und technisch brillantes Spiel zu produzieren, das so niemand sonst hätte machen können. Und einem auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt. Aus reiner Kuriosität und als Fan von Kojimas Werk habe ich mir kurz nach seinem Erscheinen bereits Death Stranding gekauft. Ich hatte mit Absicht keine Tests oder sonstigen Berichte zum Spiel vorher gelesen, um mir selbst vom Wahnsinn ein Bild machen zu können, und ich wurde nicht enttäuscht. Wir spielen Sam Porter Bridges, einen Lieferboten, der in den verlassenen Einöden der ehemals Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs ist. Sam ist ein sogenannter Wiederkehrer, was bedeutet, sollte er sterben, kommt er über den Strand wieder zurück. Diese Zusammenhänge zu erläutern, würde ein separates Video rechtfertigen, daher bleibe ich einfach mal dabei, wie sich Death Stranding spielt. Nach einer Kojima-typischen, etwas zu langen Intro-Sequenz, in der wir bereits lernen, dass Regen ätzende bzw. eine zeitstehlende Wirkung hat und unsichtbare Monster mit Handabdrücken Jagd auf uns machen, werden wir das erste Mal in die Spielwelt entlassen, und die ist schlicht und ergreifend wunderschön. Riesige Weitsicht, geschwungene Hügel mit Steinen, Flüssen, einem Wasserfall, einfach herrlich. Wir wollen zur nächstgelegenen Stadt und lernen dabei, wie wir die verlorene Fracht wieder auf unseren Rücken laden und wie wir das Gleichgewicht halten können, wenn Sam zu viel Gewicht auf eine Seite lagert. Dafür müssen wir mit L2 bzw. R2 gegensteuern. Die weiten Wege im Spiel zurückzulegen und dabei die Hindernisse in der Landschaft zu überwinden, das ist die Kernspielmechanik. Und ich hätte es im Vorfeld nicht gedacht, aber mich holt dieses geradezu meditative Spielprinzip absolut ab. Das schlichte nach vorne Drücken des Analogsticks in die gewünschte Laufrichtung, das Ausgleichen des Gewichts, das Drücken der Klettertaste zwischendurch und dann wird vom Spiel im genau richtigen Zeitpunkt ein Musikstück aus dem atmosphärischen Soundtrack eingespielt. Das finde ich einfach absolut geil.
Die ersten Stunden des Spiels sind dann trotz aller Bewegungsfreiheit maximal eng geführt und machen uns nach und nach mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Spielwelt vertraut. Als erstes lernen wir, dass Menschen in dieser Welt offenbar nicht einfach so sterben können, da sie nekrotisch werden, was so viel wie bedeutet, dass sie sich auflösen und so eine Phasenverschiebung auslösen. Kurz, es macht Boom. Daher müssen die Leichen in einem gigantischen Ofen außerhalb der Stadt verbrannt werden, weil selbst der niedergehende Ascheregen noch gefährlich ist. Der Weg zum Ofen ist allerdings gesäumt von den unsichtbaren GDs, die vom Tod angezogen werden. Um sie sichtbar zu machen, gibt es die BBs, was für Bridge Baby steht. Das sind Babys, die einer Todmutter vor ihrer Geburt entnommen werden und so eine Brücke zwischen dies und jenseits schlagen können. In einem Tank mit gelber Flüssigkeit kann ihr Träger sich mental mit ihnen verbinden und dann mit einer Scan-Einrichtung die GDs für kurze Zeit schemenhaft sichtbar machen. Auf sowas muss man echt erstmal kommen. Doch ohne, dass wir auch nur die Chance hätten, was ausrichten zu können, geht beim Transport der Leiche alles schief. Unser Transporter wird umgeworfen und wir samt unserer Begleiter werden in eine schwarze, schlammige Zwischenwelt gezogen und alles in der näheren Umgebung wird in einem gigantischen Krater verschlungen. Unser Glück? Sam ist ja ein Wiederkehrer. Was bedeutet, dass er auf diese Art nicht sterben kann. Weiter geht's also im Kanon der Verrücktheiten. Als nächstes sollen wir Medikamente für die krebskranke Präsidentin transportieren. Und, wer hätte es gedacht, sie ist unsere Mutter. Und ihr Berater trägt eine Maske, die einem Schädel nachempfunden ist. Wer Kojima-Spiele gewohnt ist, findet das alles aber wenig bis gar nicht ungewöhnlich. Zumal wir selbst gar nicht sicher sein können, was alles eigentlich echt ist, da Sam eine Phobie vor menschlichen Berührungen hat und alles potenziell lediglich ein chirales Hologramm sein könnte. Aber genau diese Art von Unsicherheit gehört zur Faszination der Spielwelt dazu. Die Präsidentin scheint aber auf jeden Fall echt zu sein, da sie kurz nach unserer Ankunft stirbt, was uns zu unserem ersten echten schweren Auftrag bringt. Es gilt, zu Fuß die Leiche zum Brennofen zu bringen. Echt ein wenig makaber, wie Sam sie auf dem Rücken trägt, aber auch geil, wie das Spiel hier die Atmosphäre einfängt. Wenn wir uns über die weiten Landschaften auf dem beschwerlichen Weg zum Hochofen machen. Auf dem Hinweg ist noch alles in Ordnung. Erst nach unserer Ankunft wird es gefährlich. Plötzlich fängt es an zu regnen und unser Weg wird blockiert von GDs. Dank unseres Bridge Babys sehen wir ihre flirrenden Schatten vor uns schweben. Mit viel Ruhe und Geduld kann man sie umschleichen. Gebückte Haltung, immer mal wieder warten und mit gedrückter Taste die Luft anhalten. Wenn man sich darauf einlässt, bekommt man hier sehr spannende Momente geliefert. Ich bin allerdings ein bisschen zu ungeduldig und werde daher erwischt. Was ich richtig geil in Szene gesetzt finde. Um uns bildet sich ein schwarzer, dickflüssiger See, aus dem Gestalten hervorkommen und versuchen uns in die Tiefe hinabzuziehen. Durch Drücken der Quadrattaste können wir uns losreißen und versuchen verzweifelt unseren Häschern zu entkommen. Haben wir es dann geschafft, ist Sams Körper übersät von schwarzen Handabdrücken und wir haben wirklich das Gefühl, dass das gerade verdammt knapp war. Doch jetzt geht's erst richtig los mit dem Spiel. Wieder zurück erfahren wir, was unser übergeordnetes Spielziel ist. Unsere mysteriöse Schwester Amelie wird an der Westküste der USA von Terroristen gefangen gehalten. Doch in Hologrammform kann sie zu uns sprechen. Vor 3 Jahren hatte sie sich mit einem großen Konvoi auf den Weg gemacht, um das Land wieder zu vereinen unter dem Banner der UCA. Wir sollen nun mit dem sogenannten Cupid, der so aussieht wie eine Kette mit USB-Sticks, ihren Weg nachzeichnen und die auf unserem Weg liegenden Vorposten, Fabriken und Städte mit dem chiralen Netzwerk verbinden. Wir bringen den Menschen quasi schnelles Internet ins Haus.
So wird aus den einzelnen Menschen, die alle für sich allein ums Überleben kämpfen, eine verbundene Gemeinschaft, die Wissen, Ressourcen und Waren miteinander austauscht. Eine wahrlich friedliebende Metapher mit vielen Anknüpfungspunkten zu unserer Lebenswirklichkeit. Was mich zum indirekten Multiplayer bringt. Denn während wir unser Netzwerk immer weiter ausbauen, tun das auch alle anderen Death Stranding-Spieler in der Welt, von denen wir dann nach und nach Spuren in unserer Spielwelt entdecken können. Sofern wir beim Spielen online sind. Und Junge, wertet das Spiel nochmal auf. Kojima war ja schon immer jemand, der mit seinen Spielen die vierte Wand durchbrochen hat und diese Form des indirekten Multiplayer setzt dem die Krone auf. Ich kannte das zwar schon aus Demon's Souls, wo man Hinweise von anderen Spielern in der Welt finden konnte, aber Death Stranding baut das nochmal sehr viel stärker aus. So gibt es auch hier die Hinweise in Form von Schildern, aber man kann auch Hilfsmittel in der Welt finden, wie zum Beispiel Leitern oder Kletterseile, die von anderen Spielern hinterlassen wurden, damit man es selbst ein Stück leichter hat. Passend kann man direkt ein Like hinterlassen, was den anderen Spieler in seinem Spiel zugutekommt. So bekommt man in der Einsamkeit von Death Stranding doch das Gefühl einer ganz großen vernetzten Gemeinschaft, in der man füreinander da ist. Ganz wie die NPCs, die wir im Spiel mit dem chiralen Netzwerk der UCA verbinden. Ich finde das wirklich grandios umgesetzt. Um im Spiel voranzukommen, verbinden wir also einen Standort nach dem anderen mit dem Netzwerk. Anscheinend sind wir im chiralen Netzwerk. Und transportieren Waren, um die Bewohner auf unsere Seite zu ziehen. Du passt immer so gut auf unsere Fracht auf. Was mich zur weiteren großen Stärke bringt, nämlich der unfassbar tollen Progression in Sachen Items. Laden wir anfangs einfach alles auf Sams Rücken, Arme, Vorratstaschen und so weiter, bekommen wir später immer mehr und weitreichendere Möglichkeiten, uns das Transportleben zu erleichtern. Was nach der Quälerei am Anfang einfach nur toll ist. So bekommen wir zum Beispiel ein Exoskelett, das unsere Beine verstärkt, wodurch wir schneller und gleichzeitig stabiler durch die Welt laufen und dazu noch mehr Gewicht tragen können. Oder wir bekommen schwebende Anhänger, die sich auch noch aneinander hängen lassen, womit wir ebenfalls große Mengen an Gütern von A nach B über unwegsames Gelände bekommen. Und der Begriff unwegsam ist in diesem Zusammenhang wichtig, denn wir können im weiteren Verlauf des Spiels auch Fahrzeuge wie Motorräder und LKWs benutzen. Einen steilen Hang oder mit Felsen überwucherte Landstriche können wir aber nur zu Fuß überwinden. Einer meiner absoluten Lieblinge sind daher die automatischen Transportdrohnen. Die können Standardaufträge, also Nebenquests, für uns ausführen. Wir wählen im Menü einfach nur die Order aus, bringen die Lieferung dorthin und dann läuft ein Auge auf zwei Beinen los und trällert sich dabei ein. Herrlich! Im ersten großen Abschnitt des Spiels verbinden wir einen Vorposten, ein Zwischenlager und eine Windkraftanlage. Für mich immer noch Teil des Tutorials, da wir hier alle grundlegenden Erfahrungen bereits machen. So erreichen wir die Windkraftanlage nur, indem wir durch einen schwer zugänglichen Waldabschnitt mit lauter GD schleichen. Bauen gemeinsam mit der Community erste große Brücken, die uns das Leben wahnsinnig erleichtern. Weil wir nicht mehr mühsam mit Leitern über die Flüsse klettern oder große Umwege in Kauf nehmen müssen. Auch treffen wir auf unsere natürlichen Feinde, die Mules. Das sind ehemalige Lieferboten, so wie wir, die eine Sucht nach Fracht entwickelt haben und uns daher ständig auflauern. Ich sehe da einen eindeutigen Meta-Kommentar zu unserer realweltigen Obsession nach Amazon-Paketlieferung. Das kann aber natürlich jeder interpretieren, wie er möchte. Abgeschlossen wird der Abschnitt dann mit einer sehr weiten Lieferung nach Port North City, einer Hafenstadt. Die Wanderung über die Berge ist dank GDs, vielen Felsen und ständigen Zeitregen sehr beschwerlich. Ich bin auch von den GDs geschnappt worden und musste einen kleinen Mini-Bosskampf mit einer Mischung aus Wal und Tintenfisch bewältigen, um ihnen zu entkommen. Zu diesem Zeitpunkt verfügt man aber schon über sogenannte Blutgranaten. Granaten mit Eigenblut von Sam, das den GDs Schaden zufügen kann. Das ist alles sehr dramatisch inszeniert, so dass ich einfach nur heilfroh war, als ich am Gipfel der Bergkette angekommen bin und dank der grandiosen Weitsicht im Spiel den Hafen von Port North City sehen konnte. Ein toller Moment, der beim dann folgenden Abstieg auch noch wieder mit stimmungsvoller Musik unterlegt wird. Für genau solche Momente liebe ich Death Stranding.
Nach unserer Ankunft bekommen wir den Auftrag, weiter über den großen See zu reisen, um weiter nach Westen zu gelangen und den Ausbau des Netzwerks voranzutreiben. Was eingeläutet wird mit einem ersten echten Bosskampf gegen einen Antagonisten mit Namen Hex. Ähnlich wie beim Kampf gegen die Gidees wird die komplette Landschaft überzogen mit einer teerartigen Flüssigkeit, in der ein gigantischer Wal Jagd auf uns macht und wir müssen ihn mit Blutgranaten bekämpfen. Was einfach toll aussieht, spielerisch aber nicht zu schwer ist. Ein einziges GD, das einen Zivilisten berühren kann, würde ausreichen. Das dürfen wir nicht zulassen. Im Anschluss geht es dann per Schiff weiter. Der nächste Abschnitt ist nochmal um ein Vielfaches größer als der vorangegangene. Es gibt Dutzende Standorte, die ans Netzwerk angebunden werden sollen, viele neue Items, die uns den Transport oder den Kampf erleichtern und eins meiner Lieblingsfeatures, den Straßenbau. Auch hier arbeitet man gemeinsam mit der Community daran, genügend Material heranzuschaffen, um ganze Autobahnen durch die Landschaft bauen zu lassen. An vorgegebenen Punkten stehen Baumaschinen parat, die man lediglich mit den entsprechenden Mengen an Material bestücken muss und dann werden sie automatisch gebaut bzw. gedruckt. Und wer einmal auf so einer Straße gefahren ist, wo er zuvor mühsam zu Fuß langgelaufen ist, wird nie wieder etwas anderes machen wollen. Eine fantastische Belohnung für all die Arbeit. Die Story selbst bleibt die ganze Zeit sehr geheimnisvoll und hält einen durch viele Wendungen und ungeklärte Geheimnisse bei der Stange. Trotz des teils wirren Szenarios bleibt sie aber die ganze Zeit logisch nachvollziehbar, was man nicht immer von allen Kojima-Geschichten behaupten kann. Und trotz langer Zwischensequenzen verbringt man hier den Großteil des Spiels tatsächlich mit Spielen. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist Death Stranding eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Probiert es mal aus. Diese Art der Spielerfahrung in Kombination mit einem derart gelungenen Technikgerüst macht man nicht alle Tage. Hey! Wenn euch meine Videos gefallen haben, dann lasst doch bitte ein Abo, Kommentar oder Like da. Mich würde das sehr freuen und es hilft dem Kanal weiter zu wachsen. Guckt euch gern auch meine älteren Videos an. Ihr findet hier mittlerweile eine riesige Fülle an gutem alten Video- und PC-Spiele-Content.